Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Tutorial KiCad 5.0.2. Beim letzten Tutorial hatten wir einen kleinen Schaltplan gezeichnet und ich hatte euch gezeigt, welche Tasten man hauptsächlich benötigt, wie man Bauelemente einfügt und verdrahtet. Und im nächsten Tutorial wollen wir dann mal wirklich ein etwas größeres zeichnen. Und daraus dann auch mal eine Platine erstellen. Das soll also dann mal ein richtiges Projekt werden. Und vorher brauchen wir aber dazu noch ein Bauelement, nämlich das Slimline Relais HF49FD. Hier oben im Bild sieht man, so sieht's aus. Hat vier Füßlein, ist so Slimline Relais, 5 Volt Schaltspannung und es kann 5 Ampere schalten. Und das wollen wir dann auf die Platine mit einbauen. Einfach aus dem Grund, dass man mal größere Lasten schalten kann und dazu nicht so eine fertige Arduino-Relais-Platine benötigt, sondern hier so ein Slimline-Relais nutzen kann. Ja, was machen wir dazu? Wir brauchen natürlich einen Footprint und ein Symbol. Das möchte ich aber heute nicht mit euch zeichnen, sondern ich möchte euch zeigen, wie ihr sowas mal auch aus der Kalten heraus importieren könnt. Dazu gehen wir hier auf den Browser und ich habe hier bei Google mal eingegeben KiCad und die Bezeichnung vom Bauelement HF49FD. Und wir sehen jetzt hier auf GitHub eine vom HGGH KiCad Libraries. Sehen wir, also hat er gefunden, eine HF49FD Preddy. So, ich öffne das ganze Ding und wir sehen, dass wir jetzt hier eine ganze Menge Bauelemente haben, also Bauteilbibliotheken und Symbolbibliotheken. Das wollen wir aber jetzt hier nicht alles einfügen, sondern ich möchte euch einen kleinen Trick zeigen, und zwar, wie wir das händisch in eine Bibliothek einfügen können. Wir klicken hier unten mal auf HF49FDLib und wir sehen jetzt hier, dass es im Prinzip der Text oder der Inhalt dieser Datei. Und wenn ich jetzt hier auf RAW, also für RAW-Ansicht, klicke, ändert sich mein Browserfenster und ich habe jetzt hier den eigentlichen Dateiinhalt. Den markiere ich mir und mit STRG C kopiere ich das Ganze. Danach gehe ich zurück in meinen KiCad-Ordner, in unseren Lib-Ordner und ich habe jetzt mal hier eine tutorial.lib. Das ist also diese Library mit den Symbolen. Ihr könntet jetzt euch für euch zum Beispiel eine Relay-Lib anlegen. Ich mache das hier mal beispielhaft für Tutorial und mit Rechtsklick öffne ich die hier mit unserem eingerichteten Notepad-Editor. Ihr könnt das auch aus dem KiCad heraus. Und ihr seht, hier sind jetzt zwei Bauelemente drin, nämlich der LM22596 und das DAA818-Modul. Ich mache hier einfach mal ein paar Zeilen dazwischen, dass man es besser sieht. Und kopiere jetzt hier einfach mit STRG V mein Ding hinein. Wir sehen hier End Library, das haben wir natürlich auch hier unten. Das müssen wir also weglöschen, End Library, denn das brauchen wir nur einmal hier drin. Aber das End Draw und End Definition, das lassen wir natürlich. So, wir löschen das hier weg. Und wir haben hier oben AE-Schema und das Encoding, auch das können wir jetzt hier weglöschen. Ich ändere hier noch die Versionsnummer auf 2.4. So, damit haben wir das eigentlich schon eingefügt und ich setze das hier wieder zusammen und speichere ab. Wenn wir jetzt, hoppala, wenn wir jetzt zurückgehen ins KiCad und unseren Schaltplan öffnen, kann ich jetzt hier mit A ein Bauteil einfügen. Und dann schauen wir mal, My Tutorial sollten wir ja schon bekannt gegeben haben. Und da sehen wir hier auch schon unser
hinzugefügtes Bauelement, nämlich das HF49FD. Doppelklick und ich kann jetzt hier das Symbol einfügen. Und ich kann auch im Bauteil im Symbol Editor unter My Tutorial dieses Bauelement mir betrachten und ich kann das jetzt hier auch entsprechend editieren. Und was wir hier auf alle Fälle mal noch machen, ist eine Dokumentation reingeben. Wir gehen mal hier in unseren Datasheet, da habe ich nämlich das schon runtergeladen. Und da sehen wir hier unser PDF, das fügen wir hier mal mit ein. Und wir können auch später dann noch unseren Footprint zuweisen, auch das zeige ich euch gleich nochmal. Wir speichern die ganze Geschichte, schließen das wieder. Also wir haben jetzt hier unser HF49FD. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Footprint dazu, also unseren Leiterplatinen auf der Leiter, für die Leiterplatte, den Abdruck. Dazu gehen wir wieder hier zurück in unser GitHub im Browser. Wir gehen zurück. Wir gehen noch einen Schritt zurück und wir sehen hier oben die HF49FD-Preddy, das ist also die Bibliothek. Und hier finden wir die Datei HF49FD-KiCad-Mod. Auch die klicke ich wieder an. Und hier sehen wir jetzt also den Footprint. Auch hier gehen wir wieder auf unsere RAW-Ansicht, auf den Dateiinhalt, Steuerung A, Steuerung C. Wir kopieren. Jetzt habe ich mir hier eine Bauteilbibliothek angelegt, My Tutorial Preddy. Das sind Footprints. Auch hier sind die beiden Footprints schon enthalten vom LM2596 und vom DA818. Die hatten wir in vorhergehenden Tutorials erstellt. Ich gehe hier auf Neu und erstelle mir hier ein Textdokument. Und das Ganze nenne ich hf49fd.keycat. Bitte genauso abschreiben, wie es hier dargestellt ist, mod. Die Dateiendung lassen wir weg. Jawohl, das machen wir. Wir wollen das so haben. Und ich öffne diese Datei jetzt hier rechtsklick mit unserem KiCad Editor, mit unserem Notepad++ Editor und mit Steuerung F füge ich das Ganze ein und speichere auch hier wieder ab und schließe beide Dateien. So, auch jetzt haben wir hier wieder den Footprint hinzugewiesen und ich schließe das hier mal und öffne jetzt im KiCad unseren Footprint Editor aktive Bibliothek auswählen My Tutorial und wir können den Footprint laden . In My Tutorial sehen wir jetzt hier den Footprint, Doppelklick. Und hier sehen wir also, ist unser HF49FD geladen. Und ich kann also das jetzt diesen Footprint auch verwenden und entsprechend in meiner Platine platzieren. Dazu empfehle ich dann auch noch, hier unter den Schaltplansymbolen mit My Tutorial nochmal das HF49FD anzuwählen und jetzt hier, so wie ich das schon gezeigt hatte, den Footprint fest zuzuweisen und zwar indem ich hier mal auf Durchsuchen von Footprints gehe. Und wir nehmen den hier aus und dann
stehen wir hier auch drin, My Tutorial HF49DF. Und damit ist der hier auch fest zugewiesen und wird also zukünftig hier im Schaltplan, ich speichere nochmal ab, auch hier schon im Schaltplan dann fest zugewiesen, wenn wir dann die Footprints zuweisen. Ja, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Ihr habt sicherlich auch bemerkt, dass wenn ich hier auf die Taste A drücke, das eine ganze Weile dauert, bis die Bibliotheken geladen sind, um hier ein neues Bauteil einzufügen. Deshalb empfehle ich euch, geht hier mal in die Verwaltung der Systembibliotheken. Ich habe sie jetzt hier fürs Tutorial natürlich alle an. Aber man sollte sich überlegen, brauche ich alle diese Bibliotheken? Zum Beispiel, wer mit FPGA nichts macht, könnte zum Beispiel jetzt hier diese ganzen FPGAs von Xilinx rausnehmen. Dazu nehmt ihr hier einfach vorne den Haken weg, ja, und dann werden die auch beim Laden oder beim Drücken der Taste A nicht mehr eingelesen. Ja, stehen dann auch als Symbole nicht mehr zur Verfügung. Aber wie gesagt, wer sie nicht braucht, kann sie hier abwählen. Genau das gleiche gilt für Röhren. Wer mit Röhren nichts macht, kann also hier unten durchaus die Valves abwählen und entsprechend damit seine Ladezeit für die Bibliotheken deutlich verkürzen. Geht das mal durch und da könnt ihr das hier abklicken. Wenn man es dann wieder mal braucht, kann man dann einfach hier in die Bibliotheksverwaltung geben und hakt es dann hier wieder an und dann werden die auch wieder mit geladen. So, das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Importieren und beim nächsten Mal geht es dann mal richtig zur Sache. Wir wollen einen ordentlichen Schaltplan erstellen und daraus wollen wir dann auch eine Platine machen. Und da möchte ich euch auch an dieser Platine dann mal später zeigen, was zu beachten ist, wenn man dann diese Platine in die Produktion zum Hersteller gibt. In diesem Sinne, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.